Hallo und herzlich willkommen zu Fallout 4. Wir befinden uns vor dem Harbor Grand Hotel, wo wir den Startschlüssel für die Atomraketen der Democracy suchen. Dem U-Boot, das im Nucleus liegt, in der Bucht. Und da oben sehe ich schon wieder Supermutanten. Ja, hier wimmelt es von Supermutanten. Wir haben uns mit denen schon in der letzten Folge ein bisschen auseinandergesetzt, sind aber noch nicht besonders weit gekommen. Und ich hoffe, dass sich das heute ändert und dass wir heute ein bisschen mehr Glück haben. So, jetzt schauen wir mal, wen von denen wir gut erwischen können. Wenn wir... Oh, Minen. Okay, gut zu wissen. Oh je, okay. Ach du Scheiße. Es sind ja überall Minen. Moment, wo liegen die denn alle? Da ist irgendein Fahrzeug. Hier, ich glaube, die liegen unter einem Fahrzeug. Komme ich hier nochmal... Hä, Moment, liegen die hinter mir? Oh, die liegen hinter mir. Ha, gut zu wissen. Das ist eine wertvolle Information, die ich bisher nicht hatte. Beziehungsweise die lagen tatsächlich ja beim ersten... Alter! Die lagen beim ersten Mal ja schon da. Da bin ich ja von der anderen Seite gekommen. Da bin ich von da drüben... Oh Gott, jetzt habe ich mich fast erschrocken vor dieser... Nein! Ah! Dammit! Dämliche Galionsfigur. Wollte ich sagen. Achso, dann erklärt sich nämlich auch... Warum beim letzten Mal hier die Autos alle so heftig in die Luft geflogen sind? Warum komme ich an die nicht ran da? Boah, die ist ja gemein. Okay, dann löse ich sie einfach aus. Oh, das sind auch mehrere. Alter. Okay. Alles klar. Gut, die Supermutanten sind immer noch nicht aufmerksam geworden da oben. Oder? Doch, jetzt? Schießt jemand auf mich? Hat da jemand geschossen? Nee, keine Ahnung. Also, die haben noch nichts gemerkt. Hier gehen sämtliche Explosionen los. Alle Minen, die verteilt wurden, schlagen Alarm quasi. Aber das Auto hier brennt doch auch noch. Warum explodiert das nicht? Na, ich halte mich lieber mal fern. Ja, aber... Ja, haha, siehste? Däh, da haben wir es nämlich. Siehste, wusste ich's doch. Ich habe gerade noch kurz darüber überlegt, darüber nachgedacht, auf den Laderaum hier zu springen. Aber ja, das wäre eine dumme Idee gewesen. So, jetzt haben wir aber wirklich... Habe ich jetzt alles ausgelöst? Ich laufe hier noch einmal durch. Nicht, dass hier noch irgendwelche Minen liegen. Nee, ich glaube, jetzt habe ich tatsächlich alles ausgelöst. Ja, wie gesagt, das erste Mal bin ich von da vorne gekommen, von der Seite aus. Und da sind die Autos nämlich auch alle in die Luft geflogen, weil hier die Minen lagen. Da wusste ich allerdings noch nicht, dass es so viele Minen sind. So, jetzt haben wir die aber alle effektiv entschärft und können uns jetzt wieder den Supermutanten zuwenden. So, da oben läuft einer, an den erinnere ich mich. Den treffe ich allerdings sehr blöd. Also gar nicht. Wow, und so gegen das Licht zu schauen, ist natürlich auch nicht so doll. Aber die haben scheinbar hier diese... Ja, obwohl, nee, an der Seite sehe ich es noch ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, diese Pixel-Effekte, wenn man gegen das Licht schaut... Boah, das ist aber jetzt echt... Das ist aber krass hier. Warum pulsiert das denn auch so? Da sieht man ja gar nichts. Ja, auf irgendetwas könnte ich schießen und hätte eine Wahrscheinlichkeit von 71, es zu treffen. Ach komm, ich mach's einfach. Why not? So, ich habe es nicht getroffen, dafür sind sie jetzt aufmerksam. Super, super Sache das. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ja, ist dumm, gegen das Licht, Alter. Das ist echt krass, gegen das Licht anzugreifen. Ja, aber diese komischen Pixel-Effekte, wenn man hier auf Verhaber, nee, im DLC, also in Verhaber, wenn du hier gegen das Licht schaust, hast du halt so ganz merkwürdige... Obwohl, es scheint mir ein bisschen weniger geworden zu sein. Du hattest dann so ganz merkwürdige, pixelige Lichteffekte immer. Man sieht die noch so ein bisschen, aber es ist nicht mehr ganz so schlimm, glaube ich. Ja, ich sehe überhaupt nicht, worauf ich schieße. Ist ja kein Wunder, wenn ich nicht treffe. Ach Mann. Das ist nicht die beste Richtung, aus der man jetzt zu der Tageszeit angreifen sollte. Scheinbar. Offensichtlich. Alter, wer trifft mich denn da von da oben? Ja, ich sehe nichts. Ah, schlechte Idee. Ich laufe nochmal außen rum, glaube ich. Außerdem bin ich total gehandicapt. Ich habe mir nämlich den Finger verstaucht, müsst ihr wissen. Natürlich, wie könnte es anders sein? Rechte Hand mit... nicht Mittelfinger, Zeigefinger. Zeigefinger, rechte Hand. Also genau für Rechtshänder der Finger. Der Finger, mit dem man alles macht. Der Klick- und Schießfinger. Den habe ich mir verstaucht. Und der tut gerade ein bisschen weh. Allerdings, ich muss sagen, um ehrlich zu sein, jetzt im Moment beim Spielen eigentlich gar nicht so. Also auch beim Klicken und Spielen... Eigentlich gar nicht so sehr, weil ich halt dabei ja keinen allzu großen Widerstand überwinden muss.
Aber bei allem anderen ist das schon echt fies im Moment. Ey! Schneiden geht zum Beispiel nicht. Also Videos zum Glück schon. Aber sowas wie Brot nicht. Ich habe heute Morgen mir ein Brot gemacht. Ganz einfache Sache, Käsebrot. Und wollte das eigentlich nur in der Mitte einmal so teilen, also einmal durchschneiden. Und ja, habe das Messer angesetzt. Das hat so höllisch wehgetan, einfach den Druck auszuüben mit dem, mit dem Zeigefinger. Also schneiden geht gerade nicht. Brot schneiden. Mit Messer schneiden geht nicht. Am Computer schneiden geht, zum Glück. Aber Messer schneiden geht gerade nicht. Stechen könnte ich wahrscheinlich. Also ein Mord wäre drin. Mord geht, aber Käsebrot nicht. So. Nur mal so zur Lage der Nation. Nee. Ah, wir werden uns noch eine ganze Weile hier gegen diese Mutanten... Obwohl, ich könnte doch eigentlich... Warum laufe ich nicht einfach durch und gehe schon mal rein? Weil ich glaube, dass ich bessere Chancen habe hier im Häuserkampf. Also im Haus drin. In engen Gängen und mit anderen Waffen und so weiter. Ich weiß nur überhaupt nicht, wo der Eingang ist. Der müsste aber hier eigentlich sein, oder? Denke ich mal. Hier vielleicht. Ah, hier bestimmt. Hallo? Boah, ist das hell. Nee, es ist aber... Hier ist nur so ein Durchgang. Das ist überhaupt nicht... Das ist gar kein Eingang. Hier, oder? Ist das die Rezeption? Hallo? Kann ich mich hier anmelden irgendwo? Da! Da ist eine Tür. Ich denke mal, da geht's rein. Lass mal schauen. Ja, Harbor Grand Hotel. Das sieht gut aus. So, und hier sind Koffer. Voltec Labor Kittel. Den nehme ich mal mit. Sauberes Kleid brauche ich gerade nicht. Und an den Koffer hier komme ich nicht dran. So, die sind alle weiter oben. Das heißt, wenn ich hier stehe, habe ich tatsächlich gar kein Problem mit denen. Sehr witzig. Ah, auf der Seite sind auch noch welche. Stimmt, ich bin ja einmal von der Seite aus rumgelaufen. Genau, da kommt zum Beispiel einer. Ich wollte gerade sagen, da waren nämlich welche. Die hatte ich dann schon gesehen. Aber mit denen komme ich jetzt besser, weißt du, hier so direkt. Die stehen mir gegenüber. One-on-one hier. Nahkampf, da komme ich mit klar. Aber da oben auf dem Dach irgendwie... Okay, jetzt kommen da ein paar mehr. Das ist doof. Ah, ein Hund! Ja, an den erinnere ich mich auch. Aber an den Vollstrecker hier, den... an dem werde ich wahrscheinlich ein bisschen scheitern. Alter, lass das sein! Lass mich den köpfen, bitte! Nee, das hat nicht geklappt. Also das Köpfen zumindest nicht. Wir laufen einfach mal ein bisschen im Kreis um das Auto rum. Während ich Aktionspunkte sammle. Nein! Ja, einmal andersrum, damit uns nicht schwindelig wird. Ah, Mist, dass ich von dem anderen noch getroffen werde. Alter! Stirb! Ach, komm schon. Oh, der hat aber auch Energie. Ah, ein Stimpack sollte ich nehmen. Okay, dann anders, 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 anders. Mist, das habe ich nicht getroffen, glaube ich. Das war natürlich auch blöd. Ich will eigentlich immer, wenn ich mit der Waffe schieße, will ich eigentlich immer den Watz-Modus benutzen, damit ich möglichst treffe. Denn da ist mir eigentlich die Munition viel zu wertvoll, um das nicht zu tun. So. Vorschlaghammer, yeah, damit ich auch direkt wieder überlastet bin, nach Möglichkeit. So, ein Kriegsfürst, ja, herzlichen Glückwunsch. Komm mal ran, 64, nee, die 64 ist mir zu wenig, hier, 95. Die nehme ich, ach bitte, das ist alles? Oh, guck mal, wie die da drin steckt in seinem Arm. Das ist schon böse, das ist schon krass. Das tut auch sicherlich weh ein bisschen. Na, wo ist er? Ja, Nick, mach das mal. Übernimm du das mal. Ah, guck mal, jetzt kann ich ihn von... Das ist gemein von hinten, aber hoffentlich effektiv zumindest. Jetzt kann Nick wieder von hinten schießen. Das ist Teamarbeit hier. Wir machen das genau richtig, hoffentlich. Ah! Dabei hat er nur eine einfache Laserwaffe. Normalerweise haben die, die krassen Supermutanten, die super krassen Mutanten, die haben immer so ein dreistrahliges Lasergewehr. Der hier geht also noch. Das ist nur ein kleiner Kriegsfürst. Ne, ich will nicht. 66 ist mir zu wenig. Nehmen wir lieber wieder den Arm. Kann ich den nicht da an die Wand nageln damit? Habe ich nicht diese Nagelpistole mal, um das... Wow, das war aber nicht der Arm. Na, komm schon. So, einmal Freihand geschossen. Nein, ich bin gleich wieder tot. Ach, komm schon. So, einer jetzt hier noch. Na komm, dafür ist mir die Harpune eigentlich zu wertvoll. Dann hau ich lieber noch ein paar Mal mit dem Schwert drauf. So. Hätten wir das. Oh, eine Harpune bekomme ich auch zurück. Ja, herzlichen Glückwunsch. Eine Granate! Wow, und da fliegt er davon. Da hinten ist er gelandet. Okay, da oben sind auch noch welche.
Mit denen wollte ich mich eigentlich gar nicht befassen, auf dem Dach. Denn ich schätze mal, ich komme irgendwann sowieso noch aufs Dach. Wenn ich jetzt da reingehe. War hier nicht noch einer? Ah, hier. Ah, den hatte ich schon. Okay, alles klar. So, jetzt nehme ich das Kleid doch mit. Komm, jetzt macht es auch keinen Unterschied mehr. Der Koffer ist ein bisschen versaut jetzt. Oh, hier ein schicker Koffer. Aber auch der hat keinen Inhalt. So, die lasse ich einfach mal Mutanten sein. Dann nehme ich nochmal einen Red Away. Und esse ein paar Nudeln. Einfach, weil ich die schon seit Ewigkeiten rumschleppe. Und die mit Sicherheit nicht besser werden. So, noch ein paar. Komm, wir hauen uns mal hier die ganzen knusprigen Eichhörnchenbissen rein. Au! Ja, ich wollte gerade sagen, Nick stand da mittendrin, oder? Na, dem passiert schon nichts. Okay, so, dann gehen wir endlich mal rein. Harbor Grand Hotel, da versuche ich ja schon seit 2 Folgen so ungefähr reinzukommen. Oder hinzukommen. Und von daher, ja, ich bin gespannt. Und dann schauen wir uns da drinnen mal um. Oh, ich glaube, hier steckt eine der Harpunen drin, die ich eben geschossen habe. Oh, ich kann die... Ach, guck mal, wie geil. Ah, das war ja cool jetzt. Tatsächlich, die eine, die ich daneben geschossen habe, liegt hier noch irgendwo... Ne, die anderen steckten ja im Ziel tatsächlich. Ach, das ist ja cool. Also ich hatte mit einer Harpune daneben geschossen und die steckte hier jetzt tatsächlich in der Tür und ich konnte sie mir wieder rausnehmen. Das finde ich cool. So, aber jetzt gehen wir rein ins Harbor Grand Hotel. So, finde heraus, wo sich der Startschlüssel befindet. Ja, so genau habe ich das jetzt auch noch nicht, ne? Ah, okay, jetzt hier. Das Land reinigen. Finde den Startschlüssel. So, das ist jetzt hier sehr ähnlich, genau wie mit der Wim-Fabrik. Also wir haben ja die nicht mehr lange, fürchte ich. Wir haben ja diese Informationen, wo sich diese Dinge prinzipiell befinden, haben wir aus Dimas Erinnerungen geholt. Aus diesem Terminal in der Nucleus... Ah, Kommandozentrale! Hält er jetzt gerade wirklich den... die Hand vor den Kopf, damit ich nicht auf ihn schieße? So, jetzt nimmt er die aber weg. Das heißt, gleich kriege ich da bessere Chancen, fürchte ich. Denke ich, hoffe ich, schätze ich. Nimm die Hand weg. Na komm schon, 44... 72? Besser wird's nicht? Gut, dann nehme ich 72. Autsch! So, komm, nochmal. Haha. Ja. Mach noch ein bisschen, Kriegsgesten hier, dann kann ich umso besser auf dich einkloppen. So. Geköpft. Sehr schön. Das ist eklig hier übrigens. So ein bisschen. Patronen, Kronkorken, radioaktive Drüse. Ja, ich nehme alles mal mit. Moment, was war hier noch? Ah! Jemand schießt auf mich. Wo ist Nick eigentlich schon wieder? Ah, nee, die wollte ich... Au! Verdammt. Ein legendärer Supermutantenmeister. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann wollte ich wahrscheinlich doch die Harpune nehmen. Die Harpunenkanone hier. Ich dachte eigentlich gerade, ich wollte sie nicht nehmen, aber ich will sie doch nehmen. Fällt mir gerade ein. Wow, gut, dass ich getroffen habe. Okay, sie schwebt so ein bisschen über seinem Kopf. Krass, ich habe 2-mal getroffen in den Kopf. Sehr gut. Allerdings hat das nur gereicht bisher, um ihn einmal mutieren zu lassen. Nee. So, zeig mir nochmal deinen Kopf. Wir versuchen das nochmal. Ja, immerhin. Dann wieder hinter die Säule hier. Ja, der ist so aggressiv. Ich brauche mehr AP, mehr AP. Bin ich überlastet? Nee, im Moment nicht. Wow, was war das für ein Geräusch? So, jetzt schnell. So, nach oben, nach oben, nach oben. Gesicht, Gesicht. Schießen, schießen. Jawohl, und nochmal. Schießen, schießen. Komm schon! Bitte triff, bitte triff! Jawoll! Das war der legendäre Supermutantenmeister. So, wir haben noch mehr Alarm hier irgendwie, aber die scheinen zumindest gerade nicht anzugreifen. Die wissen zwar wohl, dass ich da bin, aber greifen noch nicht an. Gut, so, was hat er dabei? Eine Harpune bekomme ich zurück, das ist schon mal schön. So, und dann haben wir des Kammerjägers. Ausgestopftes Rudel, irgendwas. Was ist das denn? Ach, sowas hatte ich schon mal. Ich hatte doch schon mal irgendwas mit einem Tier drauf. Ausgestopftes Rudelbrustteil. Genau, ich habe schon mal irgendwie sowas gefunden, wo ich auch schon nicht wusste, was das sollte. Ich glaube, das war irgendwas für die Beine. Ja, witzig. Reduziert den durch Meyerlurks und Insekten verursachten Schaden um 15%. Ulkig. Ja, niedlich.
Oder so ähnlich. Keine Ahnung. Ich nehme es auf jeden Fall mal mit. Hier hängt ein Koffer. Ah, schön. Das nehmen wir auch mit. Oh, Radix nehmen wir mit. Das andere lasse ich mal hier. Rosenmusterkleid brauche ich jetzt nicht unbedingt. Steht mir nicht so besonders. So, Fleischsack. Gut, schauen wir uns also weiter hier um. Ja, wo war ich dran? Also, wir hatten die Informationen ja von Dima. Ach, hier ist wieder ein Ausgang. Ja, die Insel, okay. Und, ach Mist, ich bin schon wieder überlastet. Verdammt. So ein Mist. Warte, ich nehme nochmal hier Eichhörnchen ein bisschen. Haben die ein Gewicht eigentlich? Dann sollte ich die mal essen mit der Zeit. Naja, so, wir haben auf jeden Fall von Dima, aus Dimas Erinnerungen, die Orte, an denen er Dinge versteckt hat. Wie zum Beispiel diesen Startschlüssel für die Democracy. Nö. Verdammt. Okay, mit Heimlichkeit wird das schon mal nichts mehr. Kann ich den Mutanten vielleicht ein bisschen... Nein, dann nehme ich den Hund vielleicht doch, wenn der sowieso gerade auf mich zukommt, quasi. Nein, ich habe keine AP, weil ich überlastet bin. Verdammter Mist. Nee. So, wir hatten also die Orte von Dima erfahren. Und wenn man jetzt die Orte besucht, dann ergibt sich eine neue Quest, die einem sagt, dass man dann auch an diesem Ort was finden soll. Wie es aussieht. Und ja, das ist mir in der Wim Pop Fabrik bisher noch nicht gelungen. Na, da ist er. Der Hund. Also da werde ich wahrscheinlich nochmal hin müssen. Irgendetwas gibt es da noch zu finden, was ich bisher noch nicht gefunden habe. So, und hier ist es jetzt genauso, dass ich den Ort ja aus der Erinnerung hatte, also das Hotel hier. Und die Aufgabe... Hä, wo ist denn der? Ach so, weiter oben. Okay. Und die Aufgabe ist abgeschlossen in dem Moment, in dem ich das Hotel an sich, den Ort, besuche. Dann bekomme ich aber eine neue Aufgabe, die mir sagt, jetzt finde auch das... Oh nein, der arme Hund. Jetzt finde auch das, weswegen du hier bist. So, hier ist ein verbessertes Schloss. Das versuche ich doch mal eben zu knacken. So, wahrscheinlich hilft einem das natürlich dabei, das nicht zu vergessen. Also ich könnte ja jetzt theoretisch, ich bin jetzt hier, weil ich weiß, dass hier irgendwo der Startschlüssel ist. Und dann fällt mir aber irgendwas anderes ein. Oder von mir aus braucht auch irgendeins meiner Settlements, irgendeine meiner Siedlungen braucht Hilfe. Granaten, Minen, Stimpak. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier wieder irgendwas Aggressives rumläuft. Aber ich glaube nicht. Nicht bei Supermutanten, schätze ich mal. Also kein Aggressotron. So, und jetzt könnte ja zum Beispiel kommen, ne? Ein Settlement braucht Hilfe, also eine Siedlung und so weiter. Dann haue ich ab und vergesse darüber die Aufgabe hier mit dem Startschlüssel. Also den zu finden quasi. Und jetzt habe ich aber eine neue Quest, die mich daran erinnert und die noch nicht abgehakt ist, solange ich das eben noch nicht gefunden habe. Was? Achso, das war eine Türmarkierung. Das sieht doch schon vielversprechend aus hier, so die Richtung. Ich weiß nur nicht mehr genau, was der... Was ist das hier? Aha, das sieht doch vielversprechend aus. Wollte ich gerade sagen, ich weiß nicht mehr, was genau er gesagt hatte, wo er das versteckt hat. Aber ich habe noch in keinem anderen Hotelzimmer ein Tastenfeld gesehen. Also gehe ich mal davon aus, dass das der richtige Ort ist. Und es sieht auch ein bisschen so aus, als könnte es hinter diesem Bücherregal irgendwo hingehen, eventuell. Das heißt, ich muss nur gleich die richtige Kombination eingeben, die ich wahrscheinlich noch gar nicht kenne, oder? Habe ich die auch irgendwie... Oh, Wim! Habe ich die irgendwie aus der Erinnerung schon rausbekommen? Ich weiß es gar nicht. Oh, guck mal, wie cool! Mit einer Quantum drin. Keine Ahnung, wie die da reingepasst hat. Aber das war auf jeden Fall mal was mehr oder weniger Sinnvolles. Sonst bekomme ich ja immer nur Gabeln und Stifte und so Zeugs. Zigarrenkiste. So, das nehme ich noch mit. Was haben wir sonst noch? Okay, gut, dann ist das Wodka. Nee, den lasse ich da. Oh. Ach, guck mal hier. Da haben wir wieder einen. Einen der Gartenzwerge mit Zahnbürste in der Hand. Ja, bei der Morgentoilette quasi. Liest den Boston Bugle. So wird das nämlich wahrscheinlich tatsächlich ausgesprochen. Das habe ich immer konsequent falsch ausgesprochen.
Ich habe ja immer Bugle gesagt, aber es gibt tatsächlich ein englisches Wort Bugle. Und ja, von daher, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie es übersetzt wird, aber es passt auf jeden Fall dazu, eine Zeitung so zu nennen. Von daher nehme ich an, dass man es dann doch so ausspricht. So, baue ich den jetzt ab? Nee, ich lasse den erstmal sitzen hier. Ich wollte ihn ja nicht stören. Tut mir leid. Verzeihung, Sir, ich wollte Sie nicht stören. Weitermachen. Gut, dann schauen wir uns jetzt drüben das Tastenfeld an und sehen mal, was wir hier machen können. Okay. Ja, scheinbar kannte ich die Kombination schon. Dann habe ich die wahrscheinlich dann doch schon irgendwie in dem Terminal auch bekommen. Aha. Ah, hallo. Ist das der Captain? Anfrenny. Okay, auf jeden Fall scheint er sich selbst gerichtet zu haben, oder? Oh, da liegt noch einer. Vielleicht haben sie sich auch gegenseitig erschossen. Ich weiß es nicht. Vielleicht erfahren wir das auf dem Holoband. Oder das ist Franny. Das scheint ja eine Frau zu sein. Dann war er vielleicht hier und war tot und hat ihr eine Nachricht hinterlassen und sie ist nicht mehr rausgekommen und hat sich auch erschossen oder keine Ahnung, was auch immer. Irgendwas in der Art. Ah, ein Expertensafe. Unbeschädigte Zigaretten. Ach, guck mal, so sehen die alle aus, wenn sie in neuem Zustand sind. Fancy Let's Cakes. Zigarren. Was haben wir hier? Blamco. Mac and Cheese. Ach, schön. So sieht das also aus. Unbenutzter Aschenbecher. Unbenutztes Sturmfeuerzeug. Munitionskiste. Ja, cool. Und hier ein Terminal. Ganz wichtig. Schutzraumterminal. Okay. Ja, alles noch in einwandfreiem Zustand hier. Ah, hier liegt auch eine Zahnbürste auf dem Rand. Ja, krass. Das ist also hier der Schutzraum gewesen. Genau, ich glaube, der hatte das auch irgendwie. Der hatte das doch irgendwie gesagt. Ach, warte. Die Information, dass sich der Startschlüssel in dem Hotel befindet, die haben wir, glaube ich, aus dem Terminal des Captains gehabt. Dieser Captain der Democracy, der wahrscheinlich, nach dem, was wir gelesen haben, das Schiff selber sabotiert hat, damit es nicht in den Einsatz geschickt wird. Und der hatte uns gesagt, er hat den Startschlüssel mit ins Hotel genommen, oder? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich meine aber schon, und dann könnte es sein, dass wir von Dima nur den Code für das Tastenfeld hier bekommen haben. Also den kannte ich jetzt aus irgendeinem Grund schon. Als ich das angeklickt habe, hat er direkt irgendwas eingegeben. Vielleicht haben wir das von Dima gehört. Gut, ich werde mal das Holoband hier anhören und dabei dann mich ein bisschen umschauen im Raum noch. Also das heißt hier versuchen, die Dinge zu knacken, die es zu knacken gibt. Franny, ich bin's. Ich bin im Grand, in unserer alten Suite. 485130. Das ist der Code für den Schutzraum, den Sie gebaut haben, falls die Bomben fallen. Franny, du musst schnell kommen. Ich weiß nicht, wann Sie mich holen, also habe ich das Boot vorbereitet, falls wir schnell verschwinden müssen. Aber ich will kein Teil davon sein. Vom Atomkrieg. Ich werde es nicht tun und ich werde auch niemanden auf meinem U-Boot erlauben, die Welt in die Luft zu jagen. Okay. Das war also die Nachricht an Franny. Ja, das scheint dann wahrscheinlich sie hier gewesen zu sein. Ich weiß halt nur nicht so genau, haben die sich jetzt selber umgebracht oder wurden sie vielleicht sogar getötet, dass irgendjemand mit Franny hierher gekommen ist, um ihn zu erwischen oder sowas? Keine Ahnung. Also sie ist ja auf jeden Fall hier reingekommen irgendwie, denn sie hatte ja, das Holoband lag ja auf der Innenseite hier. Das heißt, sie hat den Code ja benutzt und ist reingekommen. Na gut. So genau weiß ich jetzt nicht, wer hier wen auf dem Gewissen hat. So, aber was wir noch suchen müssen, ist natürlich der Startschlüssel. Golduhr. So, die Waffe nehme ich auch mal weg. Ich nehme mal an, der wird hier eventuell im Terminal drin sein. Ach, hier gab es auch noch was zu knacken. Genau. Das mache ich auch noch schnell. Na, fast. Na, ganz knapp. Na, also. Es geht doch. Fusionszellen. Okay. So, dann schauen wir schnell ins Terminal. Harbor Grand Hotel. Gesichertes Hotelterminal. Oh, hör dir das Schutzraum-Sicherheitsband an.
Abgeschlossen. Finde Gedönse. Ah, okay. Hier ist nochmal ein Band drin. Das Schutzraum-Sicherheitsband. Okay, das hören wir uns gleich an. Vorher lesen wir noch gerade die Texte hier. Danke für Ihren Besuch. Verbindung verloren. Mitteilungen. Sie verwenden Hilfsenergie. Für Ihr Zimmer fällt eine Zusatzgebühr an. Behalten Sie den Überblick. Vergessen Sie nicht Ihre Sicherheitsholoband, wenn Sie uns verlassen. Achso, das ist dann dieses hier wahrscheinlich. So, wenden wir uns an die Rezeption. Wartezeit für nächsten Mitarbeiter. Fehler. Okay. Die Verbindung kann nicht aufgebaut werden. Zu schade. Rechnung ansehen. Oh ja, bitte. Von den letzten 200 Jahren. Hilfsenergie oder so. So, Gast. Verbindung verloren. Aufenthaltsdauer. Fehler. Int auf Max überschritten. Okay. Tagessatz. 118... Oder Moment, sind das 118.764,32 US-Dollar am Tag? Inklusive Steuern und Gebühren. Betrag Fehler. Maximaler Betrag überschritten. Aber 118.764,32 Dollar? Wirklich? Das muss sehr viel Energie gewesen sein, hier der Raum. Okay. Dann hören wir uns noch das Schutzraum-Sicherheitsband an. Hey, ich will deine Hände sehen. Also, wo ist der Schlüssel? Franny, steck die Waffe weg. Was willst du denn erreichen? Meine Arbeit erledigen. Du gibst mir den Schlüssel, ich werde bezahlt. Bezahlt? Die Welt geht unter. Willst du wirklich... Ah! Ah! Schrei so viel du willst, Arnie. Alle wurden evakuiert. Hier sind nur wir beide. Konzentrier dich. Wo ist der Schlüssel? Ah, verrotte in der Hölle. Das kann den ganzen Tag weitergehen, Arnie. Gut. Was soll's? Das Ding ist auf dem Boot. Bei den Docks von Finch Cove. Die Kombination ist 44, 6... 75, 12. Und war das so schwierig? Bis dann, Captain. Also, wo zum Teufel geht diese... Tut mir leid, Franny. Du sitzt hier fest. Mit mir. Okay. Gut. Jetzt hat sich geklärt, wer hier wen auf dem Gewissen hat. Sie haben sich tatsächlich gegenseitig erschossen, wie es aussieht. So, ich werfe das mal aus hier. Das nehme ich mal mit. Ach, wie krass. Okay, also sie wollte ihn davon überzeugen, beziehungsweise hat ihn davon überzeugt, ihr zu verraten, wo er den Startschlüssel versteckt hat. Beziehungsweise er hatte ja auch schon irgendeine Kombination. Ich weiß nicht, ob es dann nochmal irgendwie ein Safe ist oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall hat er ihr noch eine Kombination verraten. So, und wir müssen jetzt... Wo war das? Finch Cove, die Docks. Und dann auf irgendeinem Schiff wieder. Wo war denn das? Hier unten. Beschafft den Startschlüssel. Genau, der befindet sich hier unten an den Docks von Finch Cove. Da sind wir eigentlich schon mal gewesen. Für die die Seefahrerin, als wir Meyer Lurks töten wollten. Die hat uns eigentlich nach hier oben geschickt. Aber auf dem Weg dahin sind wir hier schon vorbeigekommen und haben das schon gefunden. Und haben schon genug Meyer Lurks getötet. Und genug Panzer gefunden. Das heißt, den Ort kennen wir schon, da können wir dann auch schnell reisen hin, das ist ja schon mal praktisch. Ja, und dann, sie hat ihn erschossen, stückchenweise quasi, immer mal wieder. Er ist dann wahrscheinlich auch letztlich verblutet hier. Und, ja, sie kam aber nicht raus. Und dann hat er sie nochmal erschossen. Ja, herrlich. Tragische, Liebesgeschichte möchte ich nicht sagen, denn das scheint nicht die große Liebe gewesen zu sein. Tja, auf jeden Fall ein trauriges Ende. Und das war wohl dieser, Captain... Wabash hieß er, glaube ich. Ich hatte mich ein bisschen über den Namen gewundert, weil, aber ich glaube, wir haben den Vornamen nie gehört. Arnie. Obwohl, der hatte doch irgendwie auch Mail-Kontakt mit einem Vorgesetzten oder sowas. Kann sein, dass er da doch beim Namen genannt wurde. Auf jeden Fall haben wir das in dem Terminal alles gelesen. Ja, und jetzt wissen wir, was mit ihm geschehen ist. Und mit Franny, die wahrscheinlich seine Frau war, nehme ich mal an. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, haben die beiden... dieses blutige Ende hier genommen im Schutzraum in diesem Hotel. So, wir wissen, wo wir als nächstes hin müssen, um den Startschlüssel zu holen. Entweder mache ich dort in der nächsten Folge weiter
Oder ich schaue mich noch hier im Hotel um, denn das scheint ja noch ein bisschen... Obwohl, ich weiß gar nicht, ob das noch wirklich größer ist. Ja, mal sehen. Schauen wir mal. Gucken wir mal in der nächsten Folge. Auf jeden Fall war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und sage tschüss, macht's gut und bis dann.